Hallo YouTube, hallo Mitspieler, herzlich willkommen zurück hier bei Nikfrei Zockt, Prisenarchitekten Alpha 22. Yippie! Ja, yippie! Genau, ich komme dazu, es aufzunehmen. Baumschulen, das wächst. Oh, hier wird schon wieder neu gepflanzt, haben wir ein bisschen umgenockt. Ja, dann wächst das ja doch gleichzeitig. Hä? Nee, Quatsch, Moment, das müsste doch schon einen gewissen Wachstumsstadium haben, bevor die da dran kommen oder nicht. Ach, ist egal. Das Holz, unser ewiges Problem ist das Holz. So, wetten, die gehen jetzt wieder los, holen Holz und wollen es verkaufen. Ich könnte meinen Arsch drauf verwetten. Genau, machen sie. Wunderbar. Ja, das Laden, das ist halt... Wir haben uns mit abgefunden, dann verkauft halt das Holz. Wenn es euch glücklich macht. Das ist echt unglaublich. So, weg mit der Exportation. Und dann können sie nämlich wieder kommen und können das ganze Holz wieder nach drin holen. Was sie jetzt auch tun. Ist das geil. So, da fährt auch unverrichteter Dinge durch. Das, die einen bringen immer noch raus, die anderen schleppen es wieder rein. Seid ihr irgendwie dämlich oder so? So manchmal. Die müssten hier so einen Faktor einbauen wie bei Körbel. Arbeiter. Arbeitskraft, Dummheit. Bei Körbel ist das ja so. So, wir machen wieder eine Exportzone, dass wir Nummernschilder und anderen Krams verkaufen können. Sollte eigentlich funktionieren. Exportzone gilt als was? Die Voraussetzungen nicht erfüllt. Das ist eine Exportzone. Natürlich sind da Voraussetzungen erfüllt. Muss ja nichts rein. Okay, hier oben haben wir ein bisschen erweitert. So ein klein bisschen. Was macht denn hier die Sicherheitsanweisung? Alter, die haben alles weggemacht. Sofort wieder hier Sicherheit. Sicherheitszone hinmachen. So, und wir können, ja, ich denke, wir können hier anbauen. Wie breit war das? Ich glaube 11, ne? 11 gehen zwei Zellen rein und dann haben wir noch einen zwei Felder breiten Gang. Wenn ich mich nicht täusche. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Perfekt. Perfekt. Upsa. Gut, das geht nicht. Also machen wir da hinten schnell mal eine Personaltür hin. Personaltür. So, da tragen sie den ganzen Kram schon außen rum. Deshalb haben wir da ja die Türen hingemacht, dass das funktioniert. Oh. Ich sehe da ein kleines Problem auf uns zukommen. Haben die nur hier unten so einen Durchgang, das ist schlecht. Na gut, müssen sie mit klarkommen. So, 8 neue Insassen haben wir gekriegt und 8 neue Insassen stehen an, dass sie kommen wollen. Ich würde sagen, wir können den Knast mal wieder für alles aufmachen, weil ich glaube, noch sind die harten Jungs gesperrt, genau. Was ist mit dem? Ich
14 Jahre für mehrfache Verbrechen. Also das sind mehr wie 14 Jahre. Verfassung verletzt, niedergeschlagen. Lehrstelle als Tischler gescheitert. 28% Rückfallquote. So, Leute, macht mal hier fertig. Fertig. Machen die das denn nicht? Hallo? Na, ganz wichtig, müssen wir direkt Pause machen, wenn die raus sind, und müssen die ganzen Lampen stornieren. Stornieren. Nicht, dass noch einer auf die Idee kommt und will hier eine Lampe bauen. Die kommen aber hier auch auf Ideen. Das ist unglaublich. So. Dann brauchen wir ein Stromkabel. Also hier wollen wir ja einen Gang hinmachen. So, dann ziehen wir hier rüber noch ein Stromkabel. Dann machen wir hier noch Wasser. Das sollen sie mal zuerst legen. Kriegen sie das hin? Ich habe keine Ahnung. Sehen wir gleich. Vorfall in Einzelhaft. Einer wartet. Was könnte man noch Schönes machen, während die da oben bauen? Eigentlich bleibt uns nichts als warten. Oder wir können direkt den nächsten Block anbauen, aber... Ah, ich weiß auch nicht. Immer so Schritt für Schritt, eins nach dem anderen, würde ich sagen. Allgemeinbildung, die geht mal ein bisschen auf den Zeiger. Du musst doch irgendwann mal hier, musst du mal so ein Fünfter die Allgemeinbildung abschließen. Wie dämlich sind denn unsere Gefangenen, bitte? So dumm können... So dumm ist kein echter Gefangener, bitte. Die Allgemeinbildung nicht abschließt. Das dauert nur noch einen Lehrgang und dann sind fünf Stück wieder durch. Von 3 bis 6 ist der Lehrgang. Das beobachten wir. Aber 3 bis 6 ist rum, oder? Also nächsten Tag. Haben wir vielleicht Glück und einer besteht und dann haben wir es geschafft und dann 40.000 Cash. Wir haben so viel Cash, dass wir gar nicht wissen, wohin damit. Ich würde ja sagen, wir kaufen uns Bäume. Das, was wir irgendwann mal schaffen, das ganze Holz zu deckeln. Was wir so brauchen in der Werkstatt. Ist ja schneller weggesägt, das Zeug, wie angebaut. So viel zu Nachhaltigkeit. Holz ist ja ein nachhaltiges Baumaterial, ne? Wenn der Wald weg ist, brauche ich halt nur 30 Jahre, um wieder zu wachsen. Das Haus ist nach 25 Schrott. Nee, Holz ist nicht so nachhaltig. Osterinseln waren ja angeblich mal voll bewaldet. Dann kamen die auf die Idee, dass sie aus dem nachhaltigen, wieder wachsenden Baumaterial ein paar Schiffe bauen können, um Krieg zu führen. Und irgendwann war die Insel blank. Weggeputzt, alles weggefällt. Von der Flotte fährt heute kein Schiff mehr. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ob ich das so wirklich glauben soll, weil, jawohl, auf der anderen Seite, wie ist denn das? Normalerweise, also wenn ich einen Baum fäll und dann fallen doch auch Samenkörner von den Bäumen runter und so weiter, also ich meine, irgendwie hätten doch dann wieder neue wachsen müssen, oder? Oder meint ihr, die haben da alles platt gemacht, permanent? Aber ich weiß nicht, ich glaube sowieso, unsere Archäologie, glaube ich, eh nur noch die Hälfte.
Die erzählen uns ja Dinger. Also manchmal bin ich echt immer am Rätseln, wenn ich da so einen archäologischen Bericht sehe, bin ich wirklich am Rätseln, wer mehr weiß. Der Verschwörungstheoretiker, der meint, dass da irgendwann mal UFOs gelandet sind. Oder der Archäologe, der mit seiner haarsträubenden Geschichte irgendwie erklären will, warum dort niemals UFOs gelandet sind. Also, geht's euch auch so? Also ich meine, habt ihr schon mal eine wissenschaftliche Dokumentation gesehen und habt euch dann gefragt, so, es ist doch genauso crazy, was der behauptet, wie das, was irgend so ein Ufologe behauptet, oder? Also ich meine, vor allem finde ich immer cool, wenn es losgeht, eine wissenschaftliche Abhandlung. Ja, wir haben folgende Theorie über Stonehenge. Eine Theorie über Stonehenge hat so ziemlich jeder. Das heißt, sie wissen nichts, sondern sie haben eine Theorie. Basierend auf ein paar Fakten, die sie gefunden haben. Aber eigentlich ist es nur eine Theorie, sie ist nicht bewiesen. Relativitätstheorie. Die ist bis heute nicht bewiesen, dass das alles stimmt. Es gibt die ersten Forscher, die bezweifeln, dass es schwarze Löcher gibt, die alles verzehren und nichts mehr rauslassen. Das sind sogar deutsche Forscher. Und das ist jetzt nicht irgendwie ein Schwachsinn, was ich euch erzählen will, sondern das sind sogar Forscher aus Frankfurt. Und da haben manche richtig gute, also Leute, die bei dem Professor studiert haben, die haben richtig gute Forschungsplätze jetzt, sind sogar im CERN und so weiter. Und die haben jetzt eine These verfasst. Also eine Theorie verfasst, dass es ein schwarzes Loch, was alles verzehrt und nichts mehr rauslässt, gar nicht gibt. Und haben das auch mathematisch bewiesen. Das ist ja wichtig in so einer Forschung. Hört man aber irgendwie nichts drüber. Aber wenn das stimmen wird, was die behaupten, dann wäre Einstein widerlegt. Das geht natürlich mal gar nicht, ne? Und wenn man dann der Glaube unanfechtbar wird, dann hat man Dogmen, so wie in der Kirche. Es gibt einen Gott, beweis es. Ketzer. Finde ich auch super. Ich fand heute einen Spruch interessant, den so ein Imam gesagt hat. Der hat gesagt, dass Judenhass im Islam gegen den Koran verstößt. Das muss es euch mal geben. Wenn er das bei der Hamas da unten im Gazastreifen sagt, ist er seinen Kopf los. Ja, aber das ist interessant, weil im Koran steht drin, dass Abraham, also der Vater der Juden, dass er ein Prophet Gottes war. Sie erkennen Mose an. Sie erkennen die Bibel als heilige Schrift von denen an, allerdings sagen sie, die wird so verfälscht, damit haben sie leider sogar recht, die wird so verfälscht vom katholischen Glauben, dass das, was da drin steht, das kannst du nicht mehr für wahrnehmen. Die erkennen die Tora an, das Alte Testament, ja die Tora, erkennen die an als Schrift von einem Propheten. Die Bibel ist eine Schrift von Propheten Jesu und sie haben einen Propheten, den Mohammed, und der hat den Koran geschrieben. Also eigentlich ist das ist das Verrückte, ist der Islam ist ja eigentlich nichts anderes wie eine Religion, die auf einer Reihe von Dingen aufbaut, an die wir glauben und an die Juden glauben, und trotzdem kloppen die sich da unten ums Heilige Land. Das ist total bescheuert. Klar haben die beiden Anrecht auf das Land. Die Vorväter von beiden sind die gleichen. Die haben dort gelebt. Kann man sich jetzt lang drüber streiten. Ich weiß nicht, ob es das besser macht, wenn man sich dann mit Raketen beschießt und die Schädel einschlägt. Aber gut, das müssen die selber entscheiden. Ich habe ja jahrelang, eigentlich habe ich gesagt, ich weiß gar nicht, was die da unten wollen. Palästinenser haben noch gewisse Rechte. Die kann man doch nicht einfach streichen. Also ich war eigentlich so mehr pro Palästina eingestellt. Aber mit dem, was die Hamas dort gerade treibt, ja, man bietet den Waffenstillstand an, um die Bevölkerung humanitär zu versorgen, und die lehnen das ab. Nee, das, also damit kann man bei mir keine Punkte machen. Alles, was sich gegen das Leben richtet, ist nicht meins. Das Interessante ist, alles, was sich gegen das Leben richtet, ist auch nicht das vom Koran. Also den ihrer heiligen Schrift.
Aber wie hat der eine Übersetzer im Koran das so schön formuliert? Das fand ich eine ganz interessante Formulierung. Der hat gesagt, es steht gar nichts drin im Koran eigentlich über Ungläubige. Beziehungsweise steht was drin über Ungläubige, aber es ist nicht genau definiert, was Ungläubige sind. Und da Mohammed, also der Schreiber vom Koran, ja gesagt hätte, dass die Christen und auch die Juden als Anhänger eines anderen Propheten des gleichen Glaubens, des gleichen Gottes, gläubig sind, wären die eigentlich gar keine Ungläubigen. Das wären Andersgläubige. Und Ungläubige sind noch mal was anderes. Aber irgendwelche fanatischen Typen, die machen halt aus jedem Christen und jedem Juden einen Ungläubigen. Und für die gilt ja, laut Koran, die sollst du erschlagen, ne? Und damit rechtfertigen die das dann. Es ist irgendwie, ist das total. Wir glauben alle das Gleiche und dann schlagen sich die Schädel ein. Russland genau das Gleiche. Schießen die da so eine Rakete hoch? Schießen sie ein Flugzeug ab? Sieht ja böse danach aus, dass es so war. Was konnten denn die 298 Menschen an Bord des Fliegers dafür, dass die nach Russland wollen? Ist total hirnverbrannt. Dass da die Welt nicht auf die Barrikaden geht und dass da Russland auch noch mitmacht. Ich habe ja immer große Stücke auf Putin gehalten. Eigentlich. Bis vor kurzem noch. Aber was dort jetzt abgeht. Das wird schwer, das irgendwie noch zu vermitteln. Normalerweise müsste Russland hingehen, müsste sagen, also Leute, so nicht. Wir entziehen euch jetzt die Unterstützung. Ihr könnt einfach zivile Flugzeuge abschießen. Ja, in welcher Welt leben wir hier? Bisschen zivilisiert sind wir Russen ja auch noch. Und dass die Niederlande so die Füße stillhält, ist auch ein Wunder. Von denen wurden ja die meisten da in der Maschine abgeschossen, ey. Dass die da noch kein Militär hingeschickt haben und denen da mal zack. Die Amis hätten das gemacht. Wenn da ein Amerikaner drin gewesen wäre, gibt's keine prorussischen Aktivisten mehr in der Ukraine. Bin ich fest von überzeugt. Die Amis hätten da kurz einen Prozess gemacht. Aber ist ja auch lustig. Ein Amerikaner ist ja verdammt viel Geld wert, ne? 100 Millionen hat einer gekriegt oder hat eine Witwe gekriegt. Weil ihr Mann an Lungenkrebs verstorben ist. Ach so, ich erzähle und erzähle und erzähle und vergesst, dass ich da oben ja bauen wollte. Von dem Tabakkonzern. 100 Millionen. Ey. Was so ein Amerikaner wert ist, ist echt unglaublich. Ja, wenn die Amis in Afghanistan noch Hochzeitbomben gibt es pro Person, die dort mitgefeiert hat, wie viel? 5.000 Dollar? So ist der Wertemaßstab von unserem Verteidigungsbündnispartner. Erschreckend. Alles erschreckend. Könnte ich die Hände beim Kopf zusammenschlagen. Ich gucke deshalb schon keinen Fernsehen mehr und keine Nachrichten mehr. Es ist einfach so deprimierend. Das zieht einem so runter. Ja, das ist grandios grausam. Dass man dabei nicht durchdreht, muss man Gefängnisse bauen und Let's Plays machen, um sich abzudenken. So. Sieht doch ganz gut aus, was wir hier so haben. Ich bin mal gespannt, ob ich mit den Aussagen jetzt auf der Nicht-Einreisen-Liste der Amerikaner gelandet bin. Die haben ja so eine Liste. Hat irgendein Schriftsteller ein Buch geschrieben, was die Amis alles so für Sachen gemacht haben in der Vergangenheit. Und dann wollte er nach Amerika einreisen, haben sie ihn abgelehnt. Die sind aber auch empfindlich da drüben. Letzte Diskussion gesehen darüber, dass sie hier spionieren. Die halten das für absolut selbstverständlich, dass sie uns auch spionieren dürfen. Und den Gegenvorschlag, dann kommen wir auch und spionieren mal ein bisschen. Oh, das war die falsche Aussage. Das darf man einem Amerikaner nicht sagen. Nein, sie darf man nicht ausspionieren. Sie dürfen überall ihre Nase reinstecken, aber weh, du steckst deine in ihre Angelegenheiten. Das geht nicht.
No way. Die haben schon verkorkste Einstellungen manchmal, die Jungs da beim Teich. Wobei ich auch unsere naiv finde. Sitzen Politiker von Grünen da, die sagen, stell dich mal vor, wir gehen zu ihnen und spionieren da. Ja, ich gehe fest davon aus, dass das so ist. Beziehungsweise eigentlich müssen wir es ja gar nicht. Ist ja der gleiche Geheimdienst, nur bei uns heißen sie BND. Arbeiten aber für die gleiche Sache. Ist ja nur eine Außenstelle von der CIA. Heißt anders. Weshalb, ich habe so lachen müssen, wie ich gehört habe, die haben dann Agenten und Doppelagenten gefunden. Einen, der beim BND sitzt und für die CIA spioniert. Da habe ich gedacht, echt? Machen das nicht alle dort? Ist das was Besonderes? Ich bin immer davon ausgegangen, das machen dort alle. Also kann man sich irren. Oh, haben wir Mauer gebaut? Kommen sie nicht mehr durch. Rennen sie alle mal vor die Wand. Bumm. Ja, und jetzt? Müsst ihr euch einen neuen Weg suchen. Nein, nicht einfach die Betten stehen lassen und weggehen. Alter. Diese Gefangenen. Diese Angestellten. Wer so Angestellte hat, der braucht keine Feinde mehr, oder? Jetzt schleppen die alles dahin, lassen es dort fallen und gehen wieder weg. Jetzt müssen gleich wieder alle kommen und müssen den Kram holen und wieder ins Lager bringen. Und wenn es dann im Lager ist, lassen sie es wieder fallen und gehen dann ins Lager. Und dann gehen welche ins Lager und holen das, um das dann da zu bauen. Weil ja, jetzt muss einer mal die Wand abreißen hier, dann gibt es eine Verbindung. Ah, da kommt schon einer. Einer meiner Lieblingskabarettisten ist ja Volker Pispers. Das darf ich ja laut sagen. Ist ja nicht verboten in Deutschland. Und wen ich auch gut finde, ist, das ist mir der Name entfallen. Mist. Der immer am Klavier sitzt. Wie heißt der? Rita heißt der, glaube ich, mit Nachnamen. Aber ich habe den Namen vergessen. Die Jungs sind so gut, so makaber, so trocken. Und bringen es so auf den Punkt. So. Aber den Gefangenen nimmst du wieder mit. Den lässt du jetzt nicht an der Wand stehen. Hallo? Hallo? Kannst du den bitte wieder mitnehmen? Grandios. Ey, 40.000. Es hat einer seinen Schulabschluss geschafft. Ich bin begeistert. Wahnsinn. Ja, wir kriegen doch hier ein Stück. Okay, die Wand ist weg. Die Mauer ist weg. Sagen wir, die Zellenblöcke sozusagen verbunden, weil die Mauer weg ist. Jetzt können wir hier drin, können wir jetzt wieder Action machen. Bin mal gespannt, wann wir es fertig kriegen. Hier diese Großbaustelle. Die Betten stehen auf der falschen Seite der Wand. Die Gefangenen auch. Ich bin mal gespannt, wann sie das beheben und wie sie das beheben. So, dann bereiten wir mal alles vor, dass ich dann hier wieder schön speichern kann. Machen wir in die Exportzone. Ja, den LKW dürfen sie noch beladen, da habe ich kein Problem mit. Den da oben dürfen sie auch noch entladen, habe ich auch kein Problem mit. Beladet doch mal den LKW fertig. Hey, ist der released oder was ist mit dem? Der ist entlassen, ja. So, die Exportzone, Exportzone wird weggemacht. Und ich sag danke fürs Zuschauen, hoffe es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ihr konntet genauso ein bisschen schmunzeln wie ich über Themen, über die man nicht lachen kann.
Ja, tut mir leid, dass ich das Thema angeschnitten habe, wenn es dem einen oder anderen nicht gefallen hat, aber das kam mir einfach so spontan und dann kam ich ins Erzählen und so ist das halt bei mir. Müsste durch, kommt manchmal vor. Ich sag danke fürs Zuschauen, hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Wenn es heißt, Nick frei zockt, Berissen Architekten Alpha 22. Bis dahin noch viel Spaß auf YouTube, noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut. Bye bye.